Türchen 23 verbirgt nochmal einen klassischen Baumschmuck, nämlich eine Tropfen-Zapfen-ähnliche Form, die eigentlich geriffelt sein sollte, aber irgendwie wie gestreift wirkt. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich die ganze Zeit da drauf gucke und nichts mehr sehe. Es ist wie, als wenn man ein Wort immer und immer wiederholt und es keinen Sinn mehr gibt. Versteht ihr, was ich meine? Naja, auf jeden Fall zeige ich euch, wie genau die hier gemacht habe. Und ihr könnt die natürlich auch mit euren Lieblingsfarben machen. Ja, viel Spaß. So, ich mache hier einfach los, ohne irgendwas zu sagen. Aber eigentlich muss ich auch gar nichts sagen. Wir machen eine Skizze. Tropfen, Zapfen, wie sagt man? Tropfen, umgekehrter Tropfen. So, kann natürlich auch noch spitzer sein. So, ist heute nochmal wie so ein Baumanhänger, ne? Bloß so in Tropfen-Zapfen-Form. Sieht aus wie so eine Glühbirne. Naja, ist ja egal. Ich möchte das auf jeden Fall so ein bisschen geriffelt heute hier machen. So. Kleines bisschen abhellen hier. Mein Gold kriegt noch einen Tropfen Wasser. Ja, brauchen wir dann gleich. Aber jetzt nehmen wir das erstmal vor. Ich glaube, wir machen heute, was sind noch so? Wir haben Rot, wir haben Blau, wir haben Grün. Grün haben wir bisher nur das Pflanzliche gemacht. Wir machen heute einen grünen Zapfen hier. Muss aber noch ein bisschen mehr leuchten. So. Davon noch ein bisschen was. Das war jetzt Hokasgrün hell, Talogrün und auf der Palette ist noch ein bisschen Chromoxidgrün stumpf. So, aber wir wollen das erstmal ein bisschen vorgrundieren hier. Trocknen. Wartet mal. Auch wenn das. Geriffelt ist, haben wir trotzdem eine Schattenseite. Ist egal, welche Seite ihr euch aussucht. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Wir haben jetzt hier noch die Bleistiftlinien drin. Ne? Und diese Bleistiftlinien. Das wären quasi die Vertiefungen. Die sind ein bisschen tief, also die wenn das so rillenförmig so gedreht ist vielleicht auch, ne? Dann sind da so eine Rillen drin und die müssen natürlich ein bisschen dunkler sein. Ja. So, dann nehmen wir das hier, völlig unverdünnt. Und gehen auf den Bleistiftstrichen quasi lang mit einem etwas dickeren Streifen. Die müssen nicht eben sein, können eben sein. Sagen wir, natürlich hätten wir eigentlich einen geriffelten Rand machen müssen, ne? Ach, das ist aber nicht so einfach hier. Jetzt sehe ich meine Bleistiftlinie nicht mehr. Dann gehen wir jetzt mit dem ganz dünnen Pinsel. Mal natürlich ein bisschen kräftiger, dunkler werden. Dann nehmen wir mal noch ein bisschen Chromoxid. Machen wir hier nur eine Ecke. Chromoxid. Ein bisschen von dem. Und ein bisschen Blau. Damit werden wir dunkler. Ihr könnt aber auch Neutraltinte nehmen. Ja. So, das ist gut so. Also ich habe hier den ganz dünnen Pinsel
da gehe ich jetzt hier auf der Mitte entlang. Stuft so ein bisschen ab und dann werde ich noch mit Weiß jetzt nicht dort, wo ich grün gemacht habe, sondern dort, wo natürlich freigelassen ist, ne? So, da gehe ich aber nicht ganz durch. Und zu guter Letzt kriegen wir noch den goldenen Anhänger. Ich könnte den natürlich auch selber machen oder ganz andersfarbig. Ja. Und dann schneiden wir das nur noch aus und machen das Hängerchen noch rein. Und da gibt es natürlich eine zweite Baumkugel, wenn man das so bezeichnen kann, noch dazu zu der ersten, die wir im ersten Türchen gemacht haben. Das ist schon verdammte 3 Wochen her. Entschuldigung, dass ich geflucht habe. Es tut mir leid. Aber es ist schon 3 Wochen her. Und wir haben heute den 23. Das vorletzte Türchen. Morgen ist Heiligabend. Dann machen wir das letzte Türchen auf. Und da freue ich mich schon, denn das wird ein ganz tolles Türcheninhalt morgen. Aber hier sind wir heute erstmal mit dem Tropfen fertig, mit dem Baumkugeltropfen geriffelt, wie auch immer, oder nur liniert, ich habe keine Ahnung. Ich freue mich, wenn ihr ein paar kreative Baumkugeln, Baumschmuck, was auch immer, noch malt und teilt mit mir, @Lillys Adventskalender 2021. Und ja, schaltet morgen unbedingt nochmal ein. Das Video ist wirklich früh online und ihr müsst euch angucken, was morgen in Türchen 24 ist. Also bis dahin. Tschüss!